Kofa auf dem Sofa. Der Podcast mit Sibylle Stippler und Jens Breuer. Lieber Jens, zieh die Gummistiefel an, komm und vergiss die Handschuhe nicht. Heute packen wir so richtig an. Eieiei, also stellen Sie sich mich heute bitte mal so ein bisschen im Friesennerz vor, mit gelben Gummistiefeln, mit Handschuhen auch noch dazu. Passend eigentlich irgendwie zum Herbstwetter da draußen. Wobei wir ja die Montur nicht dafür brauchen, wenn ich das richtig sehe, sondern eben aus einem ganz anderen Grund, Sibylle. Pass auf, heute beschäftigen wir uns mit Jobs, die nur noch wenige machen möchten, um genau zu sein, weil es sich dabei um Jobs handelt, bei denen man sich auch mal schmutzig machen kann, bei denen es auch mal echt ungemütlich und kalt wird. Naja, das sind diese Momente, in denen ich ja ganz ehrlicherweise froh bin, dass ich so ein schönes, warmes Büro habe. Bei mir regnet es relativ selten, ich stehe nicht mit den Knien im Matsch. Trotzdem hat natürlich nicht jeder diese Möglichkeit, im warmen Büro zu bleiben, sondern wir müssen ja eigentlich auch verdammt froh sein, dass es Menschen gibt, die für uns rausgehen oder sich eben auch mal die Finger und die Füße schmutzig machen. Denn wenn es diese Menschen nicht geben würde, dann hätten wir schließlich hier in Deutschland auch ein großes Problem. Auf jeden Fall. Also ich denke da mal, heute Morgen kam hier wieder die Müllabfuhr durch die Straße gerattert. Wenn die Abwasserwirtschaft nicht wäre, ne, was wäre dann hier mit unserem sprudelnden Wasser aus dem Wasserhahn? Das wäre dann auch nicht mehr so schön da. Mhm. Ja, oder an welche Berufe denkst du noch? Was fällt dir noch ein? Also ich sage immer, ein Job, den ich nicht machen wollte, ist Müllabfuhr, und zwar deshalb, also Müllabfuhr vielleicht, Papiermüll oder so würde ich dann machen, gelber Sack wäre so grenzwertig, Biomüll wäre ich raus. Also Biomüll im Sommer ist die Höchststrafe. Ja. Okay, also mit dem Geruch, das wäre für dich ein Problem. Mit dem Geruch, oder wenn du es halt in der Biomülltonne schon arbeiten hörst im Sommer, wenn da diese weißen kleinen Maden drin unterwegs sind. Oder was ich auch ganz beeindruckend fand, jetzt letzte Woche war es, glaube ich, im Fernsehen bei Welt oder NTV oder so habe ich es gesehen, da war eine Dokumentation über Hochseefischer. Hochseefischer, die eine Woche oder teilweise sogar Monate rausfahren bei Wind und Wetter, und denen fliegt da die Gischt um die Ohren und der Wind und wer weiß der Fuchs was noch alles, und die halt ewig nicht zu Hause sind und auch, also wirklich, wo du das Gefühl hast, die haben mit dem ganzen Tag so klamm gefrorener, nasser Kleidung rum und so. Ich denke, boah, also nee, wenn es nicht sein muss, dann würde ich darauf verzichten wollen. Ja, verstehe ich, obwohl man ja auch irgendwie denken kann, oh Mann, das ist ja auch irgendwie große Freiheit, ne? Man hat nicht die ganze Zeit irgendwie die Chefin da stehen, die sagt, jetzt mach hier nochmal die Papiere fertig oder sowas, ne? Mhm. Also das kann man vielleicht auch aus verschiedenen Perspektiven angucken. Also ich denke, bei mir wäre so ein Job, den ich auf gar keinen Fall machen würden wollte, wenn ich jetzt an die Rückfahrt aus dem Urlaub denke, so Berufskraftfahrer. Also den ganzen Tag da im Brummi sitzen, im Stau stehen, selbst wenn ich mir da mein Kabinchen mit Orientteppichen und so ein paar Lichter Ketten einrichten könnte. Jetzt bist du aber ein bisschen nah am Klischee dran, findest du nicht, oder? Vorne rein. Und da kann man ja auch sagen, ach Mensch, die haben ja auch so, ne, können ihren Gedanken vielleicht nachgehen. Hm. Gibt bestimmt auch Argumente dafür, aber für mich wäre das überhaupt gar nichts. Im Grunde genommen ist es aber nichts anderes als unser Job, wenn wir im Büro sitzen, ne? Nur dass die halt unterwegs sind. Allerdings muss man sagen, mit Termindruck natürlich auch, das ist eine Sache, die können halt zwischendrin nicht aufstehen, das geht auf den Rücken, das ist auch nicht gesund auf Dauer, könnte ich mir so vorstellen. Was mir auch noch einfällt, ist, ich habe mal jemanden kennengelernt, der Ex-Freund meiner Schwester, der hat Windkraftanlagen montiert. Da stehst du dann irgendwie in 150 Metern Höhe oder sowas, dir auch da pustet dir der Wind um die Ohren, du bist nur durch so ein Stahlseil irgendwie, ein Drahtseil gesichert, Offshore am liebsten noch, ja, oder Bohrinsel. Also Bohrinsel wäre mir auch nichts. Auch das stelle ich mir sehr, sehr schmutzig vor. Also der Vater von einer Kindergartenfreundin meiner Tochter, der ist Industrietaucher. Ne? Und was man da sagen muss, der hat halt natürlich diese Zeiten, wo er nicht zu Hause ist, aber wenn er da ist, hat er auch frei. Und zwar richtig lange am Stück. Und der ist auch körperlich total fit, einfach weil das für den Beruf sein muss. Das hat eben auch so seine coolen Seiten. Aber tatsächlich, so lange weg von der Familie und dann bei Wind und Wetter, wäre auch nichts für mich. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin mir sicher, Sie haben auch so Ihre Jobs, wo Sie denken, auf gar keinen Fall. Ja, also es ist natürlich klar, dass man, wenn man in diesen Bereichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter finden möchte, dass es schon irgendwie ein hartes Brot ist. Sagt ja schließlich niemand, juhe, auf in die Kläranlage. Also dass da Menschen zu finden, die sagen, das ist jetzt hier mein Traumjob, den möchte ich unbedingt machen, das ist, glaube ich, schon wirklich harte Arbeit, die dazu zu bewegen. Ja, und weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Dass so all die Berufe, die wir hier aufzählen, die kennen wir ja nur total an der Oberfläche. Ne? Ich sehe den Berufskraftfahrer da im Auto sitzen. Wir stellen uns irgendwie vor, wie ist das auf hoher See? Wir fahren an der Baustelle vorbei und denken, boah, alle, die da arbeiten, haben es im Winter super kalt, im Sommer total heiß. Es ist jeden Tag schmutzig, anstrengend, dreckig. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, ne? Dass wir Bilder im Kopf haben, die oft gar nicht so viel mit der Realität zu tun haben, die aber dazu führen, dass bestimmte Branchen ein echt schlechtes Image haben.
Und das hat dann eben auch für die Arbeitgeber in diesen Branchen ganz reale Auswirkungen. Wenn man mal auf den DIHK-Fachkräftereport guckt, da sagen 66% der Unternehmen der Bauwirtschaft, dass sie Probleme haben, Stellen langfristig zu besetzen, Stand 2021. Ne? Das ist halt echt ein Thema. Jetzt ist das natürlich ein Problem. Also ich meine, wir wollen in diesem Land gerne klimaneutral werden, lieber heute als morgen. Dafür brauchen wir logischerweise Windkraftanlagen. Einer dieser Jobs, die möglicherweise nicht ganz so beliebt sind, diese Anlagen irgendwo draußen in der Prärie zu montieren und hochzuklettern und sein Leben zu riskieren, vielleicht sogar. So stellt man sich das zumindest vor. Das heißt also, wenn die keiner baut, dann haben wir auf der einen Seite ein Problem mit der Energiewende und natürlich auch eine zusätzliche Verstärkung noch im Fachkräftemangel. Genau so ist es. Und tatsächlich können wir beobachten, dass die Fachkräftelücken in den Bereichen, die wir für den Klimawandel oder für Klimaneutralität, so rumformuliert, unbedingt brauchen, dass die da besonders groß sind. Sagen wir mal Sanitär, Heizung, Klimatechnik. Das sind zum Beispiel die, die Wärmepumpen auch einbauen. Da sind im Moment 14.000 Stellen deutschlandweit offen, für die es keine passend qualifizierten Arbeitslosen gibt. Also selbst wenn die Arbeitslosen, die es da gibt, bereit wären, von Buxtehude nach, weiß ich nicht, Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen, nach Garmisch-Partenkirchen zu ziehen. Ne? Es gibt nicht genug Menschen hier im Land, die diese Jobs machen können. Auch im Rohrleitungsbau sind 1000 Stellen offen, die nicht besetzt werden können. In der Wasserversorgung, Abwassertechnik, Forst, Landwirtschaft, da sieht es ähnlich dramatisch aus. Ne? Also ein ganz konkretes Beispiel, klar, Wärmepumpe ist jetzt ein ganz großes Thema, auch Photovoltaik und all diese Sachen, die so zum Klima, zur Klimaneutralität beitragen sollen. Aber meine Freundin zum Beispiel hat vor 2 Monaten ist der Siphon am Waschbecken durchgerostet. Das ist jetzt wirklich ein Pilleballe-Beispiel. Aber die Hausverwaltung hat es bisher nicht geschafft, mal einen Handwerker vorbeizuschicken. Nicht, weil sie nicht gewollt hätten, sondern weil die alle beschäftigt sind. Da kommt niemand vorbei und tauscht mal eben so ein Siphon aus. Was aber dazu führt, dass man das Waschbecken im Bad jetzt seit eben 2 Monaten nicht mehr benutzen kann. Ich glaube, solche Beispiele kennen wir inzwischen alle. Also der Fachkräftemangel ist auch bei uns im Alltag angekommen. Und es gibt so ein bisschen Hoffnung, denn meine Kolleginnen haben gerade eine Studie rausgebracht, die heißt Wieder den Trend. Und da kann man sehen, dass gerade in Berufen, wo wir jetzt schon länger einen Fachkräftemangel haben und eben auch in Berufen, die für unsere Klimawende so wichtig sind, immer mehr junge Menschen sich für Ausbildungsplätze interessieren. Nehmen wir mal hier den Bereich Tiefbau. Da hat die Ausbildungsplatznachfrage von 2016 bis 2021 um 42% zugenommen. Und auch bei Sanitär-Heizungsbauern besteht Hoffnung für deine Freundin, wenn sie noch ein paar Jahre wartet. Da sind nämlich 20% mehr junge Menschen, die sich für Ausbildungsplätze interessieren. Und wenn die erstmal fertig sind mit der Ausbildung, dann kommen sie auch bestimmt die Hände waschen. Vorbei. Okay. Ich verstehe. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, also zum Beispiel der Metzger. Ja? Mein Metzger, mein Fleischer, der hat gefühlt auch immer größere Sorgenfalten auf der Stirn. Da scheint es auch schwierig zu sein in dem Bereich. Ja, warte mal. Ich glaube auch so gefühlsmäßig, dass er da richtig liegt. Aber ich gucke mal gerade auf hier der virtuellen Karte, die wir haben im Netz bei kofa.de. Fleischverarbeitung wäre das dann, glaube ich, als Beruf. Ja, und da sieht man hier, oh ja, die Karte färbt sich und zwar bleibt sie nicht grau. Das würde bedeuten, es gibt keine Lücke, sondern die ist ganz schön bunt gemustert. Ich sehe, in fast allen Arbeitsagenturbezirken gibt es hier ein Problem. Da sind nicht genug Fachkräfte, die die Stellen ausfüllen können. Aber hier sehe ich eine Ausnahme im Westen. Kreis Mettmann, da gibt es kein Problem. Herzlichen Glückwunsch, oder? Mettmann. Ne? Schön. Mettmann, Fleischerei. Euch geht die Wurst nicht aus. Genau. Ja, aber da können Sie mal vorbeigucken, wenn Sie sich interessieren für die Berufe. Ist ganz interessant. Ja. Mhm. Jetzt lässt sich doch aber an der Art der Arbeit nicht wirklich viel ändern. Also schmutzig bleibt halt schmutzig, nass und kalt. Mhm. Also geht halt nicht. Ich kann ja jetzt keine Straße drin bauen oder sowas. Ja, das ist, lässt sich halt nicht vermeiden. Was können denn aber diese Unternehmen, die davon Betroffenen, trotzdem tun, um dieses schmutzig und kalt Image wegzubekommen? Ich glaube, in erster Linie geht es darum, mal aufzuklären darüber, wie die Berufe wirklich sind. Und das geht natürlich am besten mit wirklich Einblicken in die Praxis. Und da habe ich ein Beispiel heute mal mitgebracht vom Rohrleitungsbauverband. Mhm. Die haben sich nämlich den YouTuber Tomatolix gekrallt, sage ich mal. Der hat extrem viele Follower, also ist super gut vernetzt und kommt an bei den jungen Menschen. Und bevor ich jetzt viel weiter erzähle, hören wir doch mal, was Mario Jahn vom Rohrleitungsbauverband RBV dazu sagt. Als ein Teil dessen, was wir als wichtigen Punkt identifizieren, indem wir nämlich verstanden haben, dass wir schlichtweg in großer Konkurrenz mit anderen Branchen stehen. Wir und die Unternehmen müssen sich und unsere Branche sichtbarer machen, die Bedeutung und die Vielseitigkeit aufzeigen und auch die Chancen, die spannenden Technikthemen zeigen und das möglichst wieder mit authentischen Sprachrohren verbinden.
Ja, also wie eben zum Beispiel den von dir eben gerade zitierten YouTuber Tomatolix mit mehr als 750.000 Abonnenten, die er hat. Ja, da erreicht man auf jeden Fall sehr gut und sehr zielgerichtet die Zielgruppe, würde ich mal sagen. Ganz genau. Und Mario Jahn hat uns außerdem noch verraten, was der RBV tun möchte, um das Berufsbild Rohrleitungsbauer in Zukunft noch besser auf die Agenda von Absolventen zu bringen. Wir werden noch verstärkt auf den betreffenden Social-Media-Kanälen darüber berichten, was die Leitungsbauer tatsächlich tun und damit breiter in die Öffentlichkeit bringen. Und zwar möglichst authentisch. Der YouTuber Tomatolix bringt das in seiner Reportage einen Tag lang Rohrleitungsbauer klasse rüber und hat großes Interesse geweckt, wie sich auch in den Kommentaren ablesen lässt. Zudem stellt er daran selber fest, wie wichtig die Arbeit ist und förmlich bis in unsere Wohnungen hineinreicht, nämlich über Licht, Wärme, Baden, Duschen und natürlich auch WLAN bzw. die Internetverbindung sind davon abhängig. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der entscheidende Punkt. Wenn ich an meinen 13-jährigen Sohn denke und mir vorstelle, er ist eine halbe Stunde ohne Internet, dann kannst du da zugucken, wie die Laune schlechter wird. Und vielleicht überlegt auch der sich dann eher Rohrleitungsbauer zu werden, bevor das Internet in irgendeiner Form in Gefahr kommt. Genau, es sind hochrelevante Berufe, die für das Funktionieren unserer Gesellschaft total wichtig sind und oder eben für das Funktionieren der eigenen Freizeitbetätigung. Also wenn ich mir vorstelle, ein paar Tage ohne warmes Wasser, wäre nicht machbar. Aber das ist vielen eben nicht bewusst. Und das herauszustellen, also auf den Sinn der Berufe zu setzen, das ist, glaube ich, ein guter Tipp, den wir hier mal weitergeben wollen an der Stelle. Das ist ja, glaube ich, diese Generation Z, die da ganz andere Befindlichkeiten hat als wir Generation Ys vorher, die immer alles in Frage gestellt haben. Wir haben ganz andere Befindlichkeiten gehabt. Aber wir brauchen all diese Berufe natürlich, sogar ganz unbedingt. Gerade jetzt, wo es darum geht, ganz, ganz viele Krisen zu managen. Wir stehen hier in der Energiekrise ganz akut. Wir haben einen Klimawandel, der nicht auffällt. Wir haben den Anbau von Lebensmitteln, der jetzt in den letzten Jahren und auch dieses Jahr haben wir es ganz deutlich gemerkt, nicht gerade leichter geworden ist. Und wir haben auch eine Mobilitätswende irgendwie zu meistern. Es gibt also sehr, sehr viel zu tun und dafür braucht es diese zukünftigen Fachkräfte. Das haben auch meine Kolleginnen in dieser Studie wieder den Trend, den ich eben schon erwähnt habe, sich nochmal gefragt. Woran liegt es denn, dass in bestimmten Ausbildungsberufen die Nachfrage steigt? Und sie finden mehrere Antworten. Das eine ist, dass einfach diese Berufe durch den langen Fachkräftemangel, den es da schon gibt, sehr sicher sind und deshalb attraktiv, ne? Weil man einfach weiß, da werde ich gesucht, da werde ich gebraucht, da komme ich gut unter. Aber eben auch dieses Argument Bewältigung der aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen, spricht zum Beispiel für sich, dass wir mehr Dachdeckerinnen und Dachdecker finden in diesen Ausbildungsberufen, weil die eben Solarpaneelen anbringen müssen. Ne? Oder bei den Sanitärheizungsbauern, das Thema Wärmepumpen hatten wir schon. Auch wenn man auf die Gehaltsstruktur in den Berufen guckt, die attraktiver werden und die wir für den Klimawandel brauchen, sieht man, dass man da oft so ein Mediangehalt, also so mindestens so viel mal wie andere verdient. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch ganz relevant für die Berufswahl am Ende. Das heißt also, dass am Ende dieses Thema schmutzig und kalt gar nicht so ganz im Vordergrund steht, sondern eigentlich eher, man könnte sagen, die gefühlte Beliebtheit eines Jobs, dass man das Gefühl hat, man macht etwas Sinnvolles, man macht etwas, was irgendwie nützt und natürlich aber auch, das Gehalt natürlich auch irgendwo, ne? Und wenn du sagst, das ist jetzt fällt nicht mehr so ab, wie man das vielleicht unterstellen würde, dass man da so schlecht verdient, dann ist der Imagewandel zumindest in manchen Branchen gerade voll im Gange. Richtig, da gibt es auch eine ganz interessante Befragung vom Institut für Demoskopie Allensbach, die ist auch aktuell vom April diesen Jahres und auch repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Die haben nochmal geguckt, wie das Image der Bauindustrie sich gewandelt hat und sagen, das wandelt sich und zwar zum Guten. In keiner anderen Industrie oder Branche verzeichneten sich in den vergangenen Jahren so klare Imagezuwächse, sagen da die Studienautoren. Ich denke, das liegt auf jeden Fall zum großen Teil daran, dass uns einfach bewusst geworden ist, wie wichtig das ist. Wir brauchen Wohnungen, wir brauchen veränderte, ja auch Bausubstanz im Grunde, ne, durch Aufrüstung gegen den Klimawandel und so weiter. Damit sind natürlich auch diese Berufe stärker in die mediale Präsenz gerückt. Ne? In der Tagesschau wird berichtet, dass da Bedarf besteht und so. All sowas beeinflusst uns bei der Berufswahl. Klar. Also wir sind jetzt hier ja sowas wie der Podcast zum Anpacken. Ne? Also wir sind ja hier die Macher. Wir geben Ihnen ganz persönliche Tipps mit an die Hand, mit denen Sie dann hoffentlich auch was anfangen können. Deswegen vielleicht mal, was können Unternehmen oder Unternehmer denn ganz konkret tun, um von diesem schmutzig-schmutzig-Image wegzukommen und damit natürlich auch mehr Erfolg bei der Fachkräftesuche zu haben? Also erstmal auf den Sinn setzen, darüber aufklären, wie die Berufe wirklich sind, was für einen Beitrag sie für die Gesellschaft leisten und wie krisensicher sie damit auch sind. Also das einfach nochmal ganz transparent zu machen.
dann, so wie in dem Tomatolix-Video vom Rohrleitungsbauverband, wirklich mal zeigen, wie sieht der Arbeitsalltag aus, wo mache ich mich wirklich schmutzig und vielleicht da auch mal mit Klischees aufräumen. Mhm. Und das Dritte wäre dann zu zeigen, dass Berufsbilder sich auch verändert haben. Dass eben das, was vielleicht wir noch so im Kopf haben, wenn wir an Baustellenarbeit denken, heute durch die Digitalisierung gar nicht mehr so anstrengend, kräftezehrend und so weiter ist. Dazu habe ich in der Hessenschau ein interessantes Interview mit Noah Burski gesehen. Der ist Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Der sagt da, dass viele Leute bei Baustellen immer noch an Dreck und Schweiß denken, dass es im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt ist. Und er sagt ganz klar, wir arbeiten inzwischen modern, man muss sich nicht mehr großartig quälen. Und es ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man früh anfängt, auf sich aufmerksam zu machen, diese Sichtbarkeit für sein Handwerk auch zu erhöhen. Je früher, desto besser. Andere Branche vielleicht mal, das Stuckateursgewerbe zum Beispiel, da ist es jetzt nicht unbedingt richtig nass und kalt. Die Handwerker, die da unterwegs sind, die arbeiten natürlich drin, machen Decken, Stuckaturen oder wie auch immer das dann heißt. Aber auch Außenfassade ist klar. Also auf jeden Fall, es ist nicht nur schmutzig, wie man sich das vorstellen könnte, trotzdem aber ganz bestimmt auch jetzt nicht rein und sauber wie eine Büroarbeit. So, wir haben dazu ein Statement von Michael Christmann bekommen vom Stuckateursfachbetrieb Belz. Und auch da hören wir mal kurz rein. Ich weiß nicht, warum mich das so berührt, aber es ist einfach so, es gibt keinen Zeitpunkt im Leben, wo man die besser erreichen kann. Also alle Kinder lieben es, mit den Händen zu arbeiten. Und genau das ist einer der Punkte, wo wir angreifen. Wir versuchen, Kinder aller Altersklassen davon zu überzeugen, dass Stuckateur ein Traumjob ist. Das machen wir in unterschiedlichsten Bereichen. Wir laden Kindergärten ein und lassen die hier, ich sag jetzt mal, mit Gips matschen. Dann laden wir Grundschulen ein und zeigen denen das Gleiche wie der Kindergartengruppe, nur auf einem anderen Level. Also man merkt wirklich, der Mann ist mit Leidenschaft am Werk. Ich wünschte, der würde auch mal Podcaster einladen, um mit Gips zu matschen. Wird da sofort hinfahren. Das wäre was für uns, oder? Ja, mal richtig schön eine Runde rummatschen da. Also es geht eben neben der Imagearbeit auch ganz klar um Berufsorientierung, vor allem auch darum, den Job ja irgendwie erlebbar zu machen oder das, was diesen Job ausmacht. Auch, dass es was Kreatives ist sicherlich. Mhm. Bei dem Thema Berufsorientierung finde ich noch einen Punkt ganz wichtig, weil ich glaube, gerade wenn wir jetzt denken an kalt, schmutzig, dann denken wir vor allem auch wieder daran, dass vielleicht Frauen nicht so viel Lust haben, solche Jobs zu machen, weil man vielleicht auch denkt, das ist auch körperlich sehr anstrengend und fordernd. Und da möchte ich mal einladen, bei der Hagedorn Unternehmensgruppe sich mal umzugucken. Ich bin auf die aufmerksam geworden durch Faktor A. Das ist ja so ein Newsletter von der Bundesagentur für Arbeit, den ich abonniert habe und ganz toll finde. Und da war eine Überschrift mit Frauenpower gegen den Fachkräftemangel. Und die Barbara Hagedorn, die da Geschäftsführerin ist, die sagt, dass sie ganz gezielt Frauen ansprechen. Und zwar auch über folgenden Weg, dass sie Eltern zu sich einladen, damit die mal das Umfeld auf der Baustelle kennenlernen, in dem die Tochter arbeiten wird. Mhm. Denn viele Eltern sind dann erstaunt und beruhigt, dass es ganz anders ist als in ihrer Vorstellung. Die bilden zum Beispiel Frauen zu Baggerfahrerinnen aus. Und das ist ja nun wirklich ein Job auf der Baustelle, der überhaupt nichts mit körperlicher Anstrengung und schmutzig und so zu tun hat. Mhm. Da geht es hauptsächlich wirklich um Konzentrationsfähigkeit, auch um Fingerspitzengefühl, um so eine riesige Maschine verantwortungsvoll zu steuern. So ein bisschen bestimmt, ne? Das fand ich super interessant. Und auch hier wieder, es geht darum, eine Maschine zu bedienen. Es geht eben ganz viel heute auch darum, digital ja irgendwelche Geräte bedienen zu können. Da gibt es ja auch praktische Unterstützung. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir wollen ein bisschen digitaler werden, das Mittelstand-Digitalzentrum Handwerk zum Beispiel hat da ganz praxisnahe Tipps. Und wenn man das einfach auch nochmal in den Vordergrund stellen kann, Berufe heute sehen bei uns so aus. Mit diesen Technologien arbeiten wir, diese Arbeitsschutzkleidung benutzen wir. Ich glaube, das überzeugt auch nochmal viele junge Menschen und auch viele Eltern von Berufen, die man vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Und was hat Hubertus Heil neulich gesagt? Der größte Hebel im Fachkräftemangel, um den zu beheben, ist erstmal die Frauen mit ins Boot zu holen. Denn da eben ist aktuell das größte Potenzial, das größte ungenutzte Potenzial vorgemerkt. Das sehe ich genauso und da bin ich ja auch voll hinterher. Also wer dazu nochmal eine Frage hat, kann mich gerne direkt anrufen. Da kann ich im Schlaf loslegen. Genau. Ja. Müssen noch schnell deine Nummer sagen? Nee. Findet man eh überall. Wenn mich einfach mal googeln. Kofa to go. Wissen zum Mitnehmen. Schmutzig und kalt. Viele Jobs haben das Image, nicht besonders attraktiv zu sein. Aber an diesem Image, da können Sie arbeiten und damit Ihre Chancen am Fachkräftemarkt verbessern. Und wie, das sagt Ihnen Sibylle jetzt. Dein erster Tipp. Imagewandel. Machen Sie in der Öffentlichkeit die Relevanz und die gesellschaftliche Bedeutung des Berufsbilds deutlich. Nutzen Sie dazu Ihre Website, Ihren Verband oder soziale Medien. Der zweite Tipp.
Schulkooperationen. Suchen Sie als Unternehmen frühzeitig Kontakt zu Jugendlichen und zu deren Eltern. Bieten Sie ihnen die Möglichkeit, ihre Ausbildungsberufe und ihr Unternehmen kennenzulernen. Und hier kommt dann noch der dritte Tipp von uns. Bleiben Sie als Arbeitgeber attraktiv. Digitalisierung kann den Arbeitsalltag Ihrer Beschäftigten erleichtern. Einfach mal machen und nicht vergessen, darüber zu sprechen. COFA to go. Wissen zum Mitnehmen. Ja, wir hatten Ihnen eine schmutzige Podcast-Folge versprochen. Ich denke, wir haben unser Versprechen gehalten. Sollst aber Gummistiefel mal wieder ausfriesen, Nerz an Haken hängen, ne? Genau. So. Ja, beim nächsten Mal, da freuen wir uns wieder auf Besuch hier auf dem Kofa-Sofa. Wir verraten mal noch nicht, wer es sein wird. Sagen wir so, es wird ein Autor sein. Es wird um arbeitende Väter gehen, um Working Dads, also nicht um Walking Dads, sondern um Working Dads. Oh Gott. Also um Menschen wie mich im Grunde genommen wird es gehen. Oh ja, da kannst du auch viel beitragen, ne? Also ich freue mich total auf unseren Gast, aber gut, dass wir es mal diesmal für uns behalten, wer das sein wird. Wir machen ja ein bisschen Herbstferien jetzt erstmal, Jens, oder? Ja, wir setzen mal eine Folge aus sozusagen und melden uns Ende Oktober wieder. Denn die nächste Folge von Kofa auf dem Sofa wird es am 26. Oktober geben. Sie müssen also ein bisschen tapfer sein. Das ist in einem knappen Monat. Und ich auch. Mir macht das so viel Spaß. Aber gut, dann machen wir mal einen Monat Pause, ist ja auch mal fein. So bleibt die Liebe frisch, Sibylle. Ja. Wunderbar. Also, wir freuen uns sehr auf Sie. Am 26.10. hören wir uns wieder, dann mit unserem noch ungenannten Gast und den Walking Dads sozusagen, ja? Also. Ich freue mich drauf. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Fachleute für Fachkräfte. Kofa auf dem Sofa, der Podcast.